Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir, vielen Dank, in der wir gleich zu Beginn den Mann begrüßen, über den der Spiegel neulich schrieb, er ist der Mann, der die SPD beherrscht. Und die Kollegen der Wirtschaftswoche nannten ihn die rote Eminenz, der für viele sowas sei wie der Leibhaftige im Kapuzenpulli. Für die einen ist er der Mann, der Deutschland ruinieren könnte, weil er Konzerne kollektivieren, Hartz IV schleifen und Eigentümer enteignen will. Für die anderen ist er schlicht die letzte Hoffnung der SPD. Ohne Kollektivierung von Unternehmen wie BMW beispielsweise sei eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar, hat er mal gesagt. Was ist das? Genial oder sozialistische Resterampe? Schon einmal hätte er um ein Haar die Kanzlerschaft von Angela Merkel beendet. Und die Frage ist, tut das jetzt? Herzlich willkommen, Kevin Kühnert. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie unser Gast sind. Der Mann der Stunde im Berliner Politikbetrieb. Dann eine Frau bei uns, die zur Tatsache, dass jetzt ein Politrentner und eine Hinterbänklerin aus dem Bundestag die SPD führen, sagt, Aufbruch habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Sie analysiert seit vielen Jahren sehr präzise deutsche Politik und kann sich Dinge vorstellen, die sich irgendwie sonst keiner vorstellen will. Nicht ausgeschlossen, sagt sie, dass die SPD bei der nächsten Bundestagswahl einstellig wird. Und sie war es auch, die Kevin Kühnert zur Aussage verführte, die GroKo besser doch nicht zu verlassen. Zumindest wurde es hinterher so interpretiert. Herzlich willkommen, Christina Dunz. Freue mich sehr. Ja, und die große Frage ist, wie sieht dieser Mann das? Ein Mann mit einer interessanten Biografie war Maschinenschlosser bei Siemens. Richtig. Ist vor 35 Jahren in die SPD eingetreten. Nur bei den Jusos, sagt er, war ich nie. Die waren mir immer schon zu verstrahlt. Und er hält auch die heutige Situation für hoffnungslos. Und zwar auch aus mathematischen Gründen. Die SPD, sagt er, hat noch 400.000 Mitglieder, der ADAC dagegen 21 Millionen. Das heißt, sagt er, den Leuten sind Autos deutlich wichtiger als Sozialdemokratie. Was folgt daraus, fragen wir Ingo Appelt. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, vielleicht kann sie ja helfen. Wir haben Sie eingeladen, weil Sie sich nämlich wie keine zweite auskennt mit Intrigen und Macht. Sie ist nämlich Ameisenforscherin und zwar Spezialistin für eine ganz besondere Art. Und jetzt wird's interessant, nämlich die Sklavenhalterameise. Das ist eine Ameise, die ihre Opfer manipuliert und am Ende dazu bringt, ihre Arbeit zu machen. Und das wirklich Beunruhigende daran ist, es sind fast ausnahmslos Frauen, die sowas machen. Und die Frage ist, weiß Norbert Walter Borjans das? Herzlich willkommen, Professor Susanne Volzig. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Also, schöne Runde. Kevin Kühnert, trinken Sie erstmal einen Schluck. Sie haben sich's verdient. Viele Interviews gegeben in den letzten Wochen und Tagen. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie erreicht haben? Naja, unmittelbar jetzt auf den Parteitag und die Wochen davor bezogen, bin ich sehr zufrieden, weil wenn wir zurückgucken auf den Sommer, als die SPD angefangen hat, eine neue Spitze zu suchen, gab es ganz viele Teams auf dem Feld und wir Jusos haben versucht für uns zu beantworten, wie wünschen wir uns eigentlich die neue Spitze und jetzt vom Ende her gesehen können wir sagen, diejenigen, die wir gerne sehen wollten an der Spitze, die sind es auch geworden. Aber ich bin nicht mal in die Politik gegangen, um auf Parteitagen Personalabstimmungen zu gewinnen, sondern um die Welt zu verändern, um es mal ganz billig zu machen. Und davon haben wir jetzt erstmal noch nichts geschafft an diesem Wochenende, sondern hoffentlich haben wir ein paar Voraussetzungen dafür geschaffen. Aber die eigentliche Arbeit, die beginnt jetzt erst. Sie haben das gerade so gesagt. Sie sagten, da gab es ganz viele. Das ist ja auch interessant. Nur die beiden gab es nicht. Aber plötzlich gab es die beiden, nämlich Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Warum haben Sie sich die beiden ausgesucht? Die sind ja als letzte der Paare aufs Feld gekommen und wir standen Mitte August, das war zwei Wochen, bevor man sich hätte gemeldet haben müssen, standen wir bei den Jusos da und haben uns das Feld angeguckt. Da hatte Olaf Scholz auch gerade seine Kandidatur erklärt, was jetzt naheliegenderweise bei den Jusos nicht für riesige Begeisterungsstürme bei Ihnen gesorgt hatte. Naja, ich bin ja Vorsitzender der Jusos, also bei mir jetzt auch nicht. Also Ihre Ekstase hielt sich in Grenzen? Ja, einfach auch, weil ich fand, Trennung von Regierung und dem Parlamentsbetrieb und dem, was die Partei macht, scheint mir das Gebot der Stunde zu sein. Wir hatten ja schließlich rund um SPD erneuern das Versprechen abgegeben, die Partei solle eigenständiger werden. So, und dann waren viele andere, bei denen wir zum Teil das Gefühl hatten, die haben geringe
Siegchancen nur am Ende, auch wenn sie uns inhaltlich mitunter sehr nah sind. Wir haben gesucht nach Leuten, die eine hohe Glaubwürdigkeit verkörpern. Am besten dadurch, dass man ihnen den Vertrauensvorschuss nicht erst geben muss, sondern dass sie Vertrauen sich schon mal erarbeitet haben. Wer ist denn wir? Sie sagen die ganze Zeit wir. Wir haben uns überlegt. Wer ist wir? Naja, das sind streng genommen die Jusos, aber ich kann jetzt nicht jeden Tag mit 80.000 Mitgliedern telefonieren. Genau. Dafür hat sich dieser Verband einen Vorstand gewählt und in dem bespricht man sowas ganz intensiv. Und natürlich, wie viele Leute sind das? Wir wollen es mal verstehen, wie es zu dieser Kandidatur gekommen ist. Ja, der Vorstand sind ein gutes Dutzend Leute insgesamt und natürlich das alles in Absprache auch mit denjenigen, die Vorsitzende unserer Landesverbände und Bezirke sind, sodass man auch immer ein Stimmungsbild aus der ganzen Republik zusammen hat. Nordrhein-Westfalen hat eine große Rolle gespielt, weil Norbert Walter-Borjans daherkommt und dann auch am Ende klar war, dort müssen sie die Nominierung bekommen, um überhaupt Teil des Verfahrens sein zu können, weil anders war das nicht mehr möglich. Also musste auch in Nordrhein-Westfalen eine Mehrheit dafür stehen, damit es zu dem kommen konnte, was jetzt passiert ist. Wussten die beiden zu dem Zeitpunkt schon, dass sie das später wollen? Das müssen Sie sich selbst fragen. Aber das ist eine Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist ja eine legitime Frage. Also, weil ja ein bisschen die Unterstellung in den letzten Wochen auch gekommen ist. Genau verstanden. Dass die eigentlich so eine Zählkandidatur, wie wir das in der Politik nennen, machen wollten, nur um zu zeigen, hier, unsere Haltung ist auch im Rennen vertreten, auch wenn sie nicht gewinnen wird am Ende. Ich habe da mit zwei Leuten in dieser Zeit auch geredet, die mir den Eindruck vermittelt haben, dass sie sehr entschlossen sind. Also Norbert Walter-Borjans hat den ganzen Sommer eigentlich drüber nachgedacht. Das ist ja auch nicht so, dass wir die erst auf die Idee gebracht haben, sondern Saskia Esken hatte sich vorher bereits bei ihm gemeldet und es war ein längerer Nachdenkprozess, aber ich hatte bei beiden einfach den Eindruck, so wie es ist, sind sie nicht einverstanden und sie haben aber auch nicht den Eindruck, dass sie machtlos daneben stehen wollen, also sind sie in dieses Rennen eingestiegen. Mhm. Also war das ein Zufall, dass sie sozusagen aufeinander gestoßen sind oder haben sie sich zuerst Saskia Esken ausgeguckt? Nein, ich bin, entgegen dem, was geschrieben wird, ich bin nicht der Spin-Doktor dieser Geschichte, sondern der Ausgangspunkt ist, dass Saskia Esken Norbert Walter-Borjans kontaktiert hat. Genau, hat sie hier auch bestätigt, per SMS. Die beiden kannten sich vorher auch nicht. Er ist ihr aufgefallen, sozusagen, durch seine vorherige Tätigkeit als Finanzminister Nordrhein-Westfalen, Steuer-CD-Kauf und so weiter. Und sie fand, dass Standhaftigkeit, was ihr wichtig ist, und haben Sie zu dem Zeitpunkt, nur mal für die Chronologie, weil das ja wirklich interessant ist, auch wie ein Krimi, ehrlich gesagt, wusste Norbert Walter-Borjans zu dem Zeitpunkt schon, dass die Jusos ihn gepickt hatten, sozusagen, unterstützen würden? Nein, das ist erst im Laufe des Augusts passiert. Also, wenn ich das richtig konstruiere, Wochen nachdem der erste Kontakt zwischen den beiden zu dem Thema stattgefunden hatte. Wir standen da Ende August und ich hatte zu dem Zeitpunkt entschieden, selbst nicht anzutreten. Sie waren ja lange wandern. Ja, nicht so lange, wie ich gerne wandern gewesen wäre, aber das hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Genau. Sie sind allein der Fluss heißt Lech. Der Alpe-Adria-Trail, genau. Genau. Sehr lange an diesem Fluss entlang gelaufen und haben sich überlegt, ich mache das nicht. Haben Sie sich damals auch überlegt, ich brauche aber Leute, die sozusagen in meinem Sinne agieren? Das insinuiert jetzt alles schon wieder so ein bisschen das große... Ich frag nur, für einen Freund. Das große Puppenspiel der Politik. Es ist viel profaner. So mafiös. Ich lenke mir da was aus, dann mache ich das. Glücklicherweise läuft das in der Politik gar nicht so. Deswegen. Ja, nein, es ist wirklich vieles viel profaner, als man sich tatsächlich denkt. Manchmal stehen einfach zweifelnde Menschen da und denken sich, Halleluja, was eigentlich die letzten Wochen passiert. Warum hat sich das alles nicht in Wohlgefallen aufgelöst? So, und dann ist es eben so gewesen. Ich kannte Norbert Walter-Borjans bereits von davor. Ich hatte mit ihm zusammen sein Buch über Steuerpolitik im letzten Jahr vorgestellt. Da haben wir uns kennengelernt, waren bei einer Stunksitzung im Karneval zusammen unterwegs, waren uns sympathisch, aber natürlich auch inhaltlich. Ist auch ein sehr netter Mann. Sehr nah, absolut. Mhm. Und dann haben wir aus diesem Moment heraus, wo klar war, viel Zeit ist nicht mehr, haben wir eine Initiative gestartet. Ich wusste nicht, dass er zu dem Zeitpunkt schon mit Saskia Esken im Gespräch war. Und ich glaube, bei ihm verdichtete sich und am Ende auch bei den beiden das Gefühl, okay, es gibt Unterstützung von verschiedenen Seiten, warum nicht es probieren? Und wer hat dann die Entscheidung getroffen, dieses Team auch so zu unterstützen, wie Sie es öffentlich dann auch wirklich gemacht haben? Mal, wenn man mit SPD, also mit wichtigen Leuten aus der SPD spricht, sagen wir es mal so, der alten SPD sozusagen, die haben ihnen das richtig übel genommen, dass die Jusos so offen diese beiden unterstützt haben, weil man doch gesagt hatte vorher, wir wollen eine ergebnisoffene Entscheidung. Und niemand schlägt sich auf die eine